Hey, was geht ab, Hertha-Fans? Da sind wir doch angekommen in Hamburg. Heute Vlog vom Hamburger Dom. Wir gehen heute auf den Rummel, fahren ein paar Achterbahn. Kleiner Spaß. Aber ist genau daneben. Also dieser Hamburger Dom ist quasi hier hinter mir. Da wird gerade das neue, weiß nicht, Frühlingsfest oder so aufgebaut. Und genau daneben ist das Millerntor von St. Pauli. Und da gibt es heute unser Auswärtsspiel eben gegen den Tabellenführer. Wir sind schon wieder absolut gespannt. Sind auch komplett schon wieder außer Atem, weil wir jetzt ja immer durch die Gegend gerannt sind. Aber dann geht es doch heute ab. Ich zeige euch wieder alles. Inklusive Spiel, inklusive Kabine, Spiegel, Selfie gibt es hoffentlich auch. Und dann seid ihr überall mit dabei. Gut, jetzt rennen hier schon ein paar Leute lang. Ein paar rennen aber auch da lang. Wir gehen einfach mal da zum Plan, weil wir genau eben keinen haben. Da ist es. Da sehen wir das Logo, das ist das Stadion. Hier sind quasi so Mehrfamilienhäuser. Hier rums direkt das Stadion. Ist eigentlich ganz cool. Freunde, das ist mal wieder der Klassiker. Was? Ach, da sind wir wieder. Hi. Das ist einfach der Klassiker. Wir haben uns einfach schon wieder komplett verlaufen. Wie kann man sich bei solchen Stadien einfach immer verlaufen? Wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Das ist Wahnsinn. So, jetzt doch da hinten? Ja. Na, cool. Hi. Was? Warte mal. Ihr müsst mit dem Stahl hier. Den müsst ihr direkt mal wegstecken. Das hier ist der Ultra-Eingriff. Ich habe gehört ja gar nicht. Was soll ich machen? Wo kommen wir denn sonst? Also, wo kommen wir denn? Nicht durch. Ihr müsst da mal außen rumgehen. Ich dachte, das ist der Medieneingang. Das ist. Medien und Ultras oder was? Das warte mal ganz kurz. Wir müssen ganz kurz zumachen. Naja, gut. Jakob schon vor Anpfiff bedient. Ich glaube, Jakob hat hier einen ganz großen Schluck vom Saft der Skepsis getrunken. Ich komme nicht rein, die Kollegen sind schon drin. Ey, erzählt mir, wie es war, okay? Könnt ihr mir ein Phantombild von der Kabine machen? Ich gehe jetzt mal hinterher. Dann machen wir das. Super, danke. Hallöchen. Taschen. Das war's jetzt. Und wo kommen wir zu den Kabinen und so? Ah, hier direkt? Ihr müsst außen rum, weil hier würdet ihr durch die Heimkabine gehen, das würden die nicht so gut finden. Ach so. Also ich zeige euch was. Okay. Naja, siehst du mal, guck mal, hier ist dann die Heimkurve. Da drüben. Das war vielleicht zu kaputt. Macht ein Herz zurück. Okay. Das ist ja gemütlich. Wir müssen da die Schuhe ausziehen. Ich hoffe, das geht auch so jetzt einfach mal. Dann. Ach so, Ballkinder. Und die Ballkinder haben eine eigene Kabine. Episch. So, dann gucken wir uns doch mal die Gästekabine bei St. Pauli hier an. So, da sind wir doch. So sieht das Ganze hier aus. Und der Sprinter ist auch schon da. Hallo. Na, hier alles ordentlich vorbereitet. Aber gemütlich hier, jeder hat so seinen kleinen eigenen Bereich. Nicht einfach nur ein Stuhl wie in anderen Stadien. Da dann für die Videoanalyse, da wird dann Moritz nachher auch ein bisschen was zeigen, je nachdem. So, dann hier Trainerkabine, auch wieder ihren eigenen kleinen Bereich, da alles vorbereitet. Oh, aber hier absolut geräumig. Ah gut, jetzt erschließt sich das auch mit den Beijungen. Hier sind dann die Physios drin, die haben dann auch ihren eigenen Platz, auch sehr geil. Hier kann man noch ein bisschen Radfahren. Hier dann die Duschen, oh mit Glasscheibe, damit man reinschmulen kann. Oh ja, hier Eistonnen auch, sind die gefüllt? Nope. So, machen wir uns hier schnell sputen. Gut, hier die Toiletten noch. Geil. Oh, da könnt ihr gleich mal hin. Und, Freunde. Spiegel-Selfie natürlich. Dürfen wir nicht vergessen. Na gut. Hallöchen. Na, warte kurz. Hallöchen. Oh, es war ein guter. Sag ja. Lieber Junge. Hallöchen. So, schnell raus hier. Taschen, Hallöchen. Was geht denn? Hi, Quatsch. Moin. Taschen. Moin, ist schon richtig angepasst hier. Hallöchen. Taschen. Hallöchen. Hi. Taschen. Das meine ich. Hier das alte Millerntor noch. Und dann genau daneben der Hamburger Dom. Huch, und ja. Die Sicht vom Coach. Also, wie gesagt, hier unsere Auswechselbank. Hier der Videoanalysten. Deswegen ist hier schon mal der große Selfie-Stab. Und dann ist das hier die Sicht von Pal. Ist schon krass, wie eng das alles ist. Das ist geil.
Hier kommt auf jeden Fall eine krasse Atmosphäre dann auf, glaube ich, später. Kleiner Rasencheck. Gut, hier an der Seite schon ein bisschen sandig. Erinnert ein bisschen an Braunschweig, aber ich glaube, auf dem Feld selber ist es nicht so. Werden wir nachher sehen. Und so sieht das hier aus. Millerntor, St. Pauli. Direkt vom Spielfeldrand. Ist cool. Also ich mag's hier. Ich mag's hier wirklich. Ja, hier. Da sind wir. Gruppenbild. Wup, wup, wup. Gutes Spiel. Haben wir im Vlog schon Jule gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jule haben wir im Vlog noch nicht gesehen. Was geht, was geht, was geht? Na, hast du Bock? Ich hab sehr Bock. Ich war noch nie hier. Ich auch nicht. Es ist übercool, oder? Ist so krass. Was machst du denn hier? Ich weiß nicht. So. Hallo Hertha-Fans. Juhu. Your favorite duo is back. Da sind wir doch, Freunde. Wir sind am Millerntor heute gegen St. Pauli. Ihr seid hier direkt mit dabei. Wir haben Bock, die Jungs haben Bock und hoffentlich 3 Punkte. Wer ist auch hier am Start? Kickt mal rein. Nee, ist ja komisch. Kickt mal rein. Ich will, dass diese abstimmen. Ja, doch. Also, ich fand den nicht verkehrt. Den kriegen wir niemals wieder so gut hin. Klick einfach rein. Wir beide, ey. Das ist immer so cringe, was wir veranstalten. Gehen jetzt mal zu den Hertha-Fans, da Hallöchen sagen. Dann muss ich noch ein Getränk ausgeben, das habe ich auch nicht vergessen. Und dann wird die Stadionwurst getestet. Hier sieht man das nochmal. Hier haben unsere Frauen auch letztens gespielt. Da hatten unsere Frauen letztens ihr Vorbereitungsspiel. Haben hier gegen St. Pauli gespielt und haben tatsächlich 3-1 gewonnen. Also richtig gut. Jetzt habe ich mich hier kurz erstmal fast stranguliert. Weil es hier einfach so windig ist, dass hier einfach meine Akkreditierung die ganze Zeit durch die Gegend geflogen ist. Auch immer in die gleiche Richtung. Okay, cool. So, jetzt wird die Wurst getestet, Freunde. Wie gesagt, Rostkurven-Ranking, Pelle Points. Wir testen das Ding wieder. Wir sind kritisch. Und ich bin gespannt. Viele Grüße an Hertha-Analyst Moritz Weyraff. Ich habe dich genau gesehen, wie du immer durch sein Bild läufst und denkst, er merkt es nicht, aber er merkt es. Ich bin mir ganz sicher. Mein alter Schulfreund. Ach geil. Alles Gute. Nice, schöne Grüße. Wirst du es auch festhalten, dass ihr absolut lieb seid. Auf ihr seid ja die coolsten. Scheiß Promi-Bonus. Ist halt wirklich so, da was geht. Ihr seid ja die Allernettesten. Das mache ich auch nur einmal, das ist ja unangenehm. Du bezahlst, passt. Ach so, huch. Die sind auch gleich weg, warte. Alter. Hi, Dennis. Hallo. So, ich grätsch dich ganz schnell vorbei hier. Danke, warte. Seid ihr gut? Ja, meinst du? Ja, scheiße. Ich gebe alles, danke. Danke euch, danke euch. Ich stand einfach komplett weit hinten an. Und ich wurde einfach nach vorne geholt. Das ist ja übertrieben jetzt. Also, jetzt. Na, was geht? So, also, wir stellen uns hier gemütlich an die Seite. Wie schon beim letzten Mal, Freunde, wir haben keinen Ketchup oder Senf oder so, brauchen wir alles nicht. Wir brauchen den puren Geschmack der Wurst. Die sieht auf jeden Fall, sieht schön dunkel aus. Wir gucken mal geschmacklich, wie es aussieht. Boah, ja, übertrieben heiß. Ja, also ich würde sagen, geschmacklich eigentlich in Ordnung. Die ist tatsächlich ein bisschen besser durch als die in Braunschweig. Deswegen vergeben wir hier einfach mal, jetzt, wo wir offiziell den Namen haben, in unserem Rostkurven-Ranking gibt es 7 von 10 Pelle Points. Es ist noch Luft nach oben, aber es ist besser als in Braunschweig. Gerade wenn wir so den direkten Vergleich haben. Ja, 7 von 10 Pelle Points. Oh, geile Stimmung. Die Jungs sind jetzt auch rausgekommen zum Warmmachen. Hallöchen. Na, Tasche, hi. Absolut sympathisch. Es kam hier tatsächlich gerade der eine Ordner einfach mal von St. Pauli an und hat gesagt, dass er die Vlogs auch feiert. Das ist so geil. Das macht so Spaß. Hey! Guck mal, Shoutout an die E-Sports-Abteilung hier. Wup, wup, wup. Was geht? Batsch, na? Batsch? Was geht, was geht, was geht? Ah, du auch? Ja, ich auch. Ist richtig viel Platz hinter dem Netz ist nicht. Wer allerdings auch nicht hinter dem Netz stehen. Aber auf der anderen Seite, zack, au. Will ich auch nicht den Ball abkriegen. Danke, Passiv. Hast meine Kamera kaputt gemacht, ey. Mann. Ey, man ist schon noch mal kurz auf Pizzastufe.
zum Spiel. Fliegt überall irgendwelches Konfetti rum. Und du bist weniger. Und es geht los, Freunde. Komm schon. Sommer ist auch völlig jedes Jahr. So, gut. Hier stehen wir gut. Oh, genau neben mir. So. Die Sonne ist einfach weg. Ich hab's gesagt, ey, das ist so ein Hexenkessel hier heute. Es ist unglaublich. Die Atmosphäre hier drin ist Wahnsinn. Komm, Fabi, komm, Fabi, komm, Fabi. Guter Ball, schade. Ah, da setzt keiner nach. Kurze Ecke. Oh, weg damit. Sie spielen die Ecke kurz. Der wird eigentlich kacke reingespielt, aber er kommt in den Rückraum, er schießt, wird, glaube ich, von Toni abgefälscht. Und Gersi kann da nichts machen. Einfach über eine Standard. Mach schon mal vorsichtshalber das Kabel ab, falls der hineingerannt kommt. Auf zwei, das Harris? Schade. Stunde gespielt jetzt. Wir kriegen es nicht richtig hin, dass wir einen Angriff aufziehen. Kurz vor der Pause, ist doch scheiße. Okay, krass, da war gerade jetzt noch ein Fernseher. Expected Goals. St. Pauli eigentlich auch nur 0,5. Weil so richtig griffig waren die Chancen auch nicht. Es waren halt irgendwie viele, aber so richtig krass energisch irgendwie auch nicht. Aber so eine 0,09 bei uns ist halt schon heftig. Das ist leider komplett ungefährlich. Also Freunde, wir wechseln den Berliner Weg ein. Ibo ist drin, Derry ist drin, Marton ist drin. Ecke für St. Pauli. Oh, flach. Gut. Kommt Derry. Kommt Derry. Oh, haben wir eine gute Möglichkeit hier. Kommt Derry. Gut. Schade. Komm schon, Bewegung, 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 einnicken. Zwei, das auch redet. Das hat ja wirklich original gar keinen Spaß gemacht hier heute. Ja.
gut, ihr Lieben. Es sollte heute einfach nicht sein. St. Pauli war halt einfach, leider wie im Hinspiel, die waren einfach klar besser. Die haben uns komplett bestimmt hier. Das ist echt bitter. Aber sei es drum. Nächste Woche greifen wir wieder an. Klar gegen Gelsenkirchen zu Hause. Da gibt es auch einen Vlog. Da bin ich auch wieder mit am Start. Dann sehen wir uns hoffentlich da. Ansonsten gebt dem Video trotzdem gerne ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich freuen. Abonniert den Kanal. Und dann reißen wir hier irgendwie beim nächsten Mal das alles irgendwie nochmal um gegen Gelsenkirchen. Da müssen wir alles reinhauen. Kommt schon, Freunde. Also, ihr Lieben, haut rein. Hau hier, euer Dennis. Macht's gut. Ciao, ciao.